Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es darum, wie und ob eine Mammographie sinnvoll ist. Natürlich freue ich mich wie immer über deinen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst. Außerdem gibt es zwei meiner Bücher zu gewinnen, und zwar Klartext Ernährung, was du dafür tun musst, damit du eines davon gewinnst, das erfährst du während des Videos. Tja, Tatsache ist, dass alle Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren aufgrund der entsprechenden Meldedaten eingeladen werden, an dem Brustkrebs-Früherkennungsprogramm teilzunehmen. Alle Krankenkassen, egal ob gesetzlich oder privat, beteiligen sich an diesem Programm. Sie unterstützen es und bezahlen auch die Kosten. Im Anschreiben an die Frau heißt es: Mit der Mammographie sei es möglich, Krebserkrankungen der Brust durch Röntgenuntersuchungen zu erkennen. Und zwar lange bevor sie tastbar sind. Die frühe Erkennung verbessere die Behandlungsmöglichkeiten und damit nämlich auch die Heilungschancen. Ist es so? Erlaubt mir einige kritische Fragen zu dieser Vorgehensweise. Die Dosis der Röntgenstrahlen ist mittlerweile wirklich sehr reduziert. Aber Frage ist, ist sie deshalb trotzdem harmlos für ein solch empfindliches Gewebe wie das der Brust? Und vor allem, da nicht auszuschließen ist, dass kleinere Dosen zwar weniger Zellverletzungen erzeugen, dadurch der Körper aber nur vermindert zu Reparaturmaßnahmen veranlasst wird. Und dann noch was, was ihr kennt, die ihr schon so eine Untersuchung habt durchführen lassen. Bei Mammographieuntersuchungen wird jede Brust extrem gequetscht. Diese Schmerzen und vor allen Dingen die damit verbundenen Verletzungen werden überhaupt nicht thematisiert. Wer garantiert, dass nicht durch diese Art der Untersuchung Zellen entstehen, die wir gerade nicht haben wollen? Das alles wäre als kleineres Übel hinnehmbar, gäbe es nicht eine weitaus weniger schädliche und auch noch dazu aussagekräftigere Untersuchung. In einer Studie der Universität Bonn fand man nämlich heraus, dass sich die MRT, früher als Kernspintomographie bekannt, wesentlich besser zur Früherkennung eines Brusttumors eignet als die Mammographie. Es wurden 5 Jahre lang über 7.300 Frauen mit beiden Methoden untersucht. In 167 Fällen wurden Formen der frühen Stadien des Brustkrebs gefunden, davon 92 durch die MRT und nur 56 durch die Mammographie. Das liegt nämlich daran, dass man bei der Mammographie nur Mikroverkalkungen als Hinweis auf ein Tumorgeschehen erkennen kann, die bei schnell wachsenden Tumoren nicht schnell genug entstehen. Bei der MRT sieht man die früher stattfindende Zunahme der Blutgefäße, die in einem direkten Zusammenhang mit der Tumorbildung stehen. Außerdem die Magnetresonanztomographie, also das MRT, kommt außerdem ohne die schädliche Röntgenstrahlung aus, da sie nämlich mittels Magnetfeldern arbeitet. Auch die mechanische Verletzung der Brust findet Gott sei Dank nicht statt. Allerdings gibt es momentan noch einen gravierenden Nachteil. Die Kosten für die Früherkennungsuntersuchung mittels MRT werden derzeit immer noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Ich bin mir jedoch sicher, dass sich aufgrund dieser eindeutigen Situation die Kassen schon etwas einfallen lassen müssen. Die Betroffenen, die Frauen nämlich, sollten sich für diese sichere und nebenwirkungsfreiere Krebsfrüherkennung nämlich auch stark machen. Da bei der MRT so frühe Stadien gesichert werden können, dass außer einer kleinen Operation keine weitere Therapie notwendig ist, würde diese erhebliche Kostenersparnis die höhere Früherkennungsuntersuchungskost bei weitem aufwiegen. Und natürlich wäre es für die Frau wesentlich leichter, in einem ganz frühen Stadium schon den Tumor ausfindig zu machen. Aber dennoch, so wichtig Früherkennung auch ist, sie darf nicht mit Vorbeugung verwechselt werden, also nicht mit Prävention.
denn diese setzt noch viel früher an und lässt fast keine Kosten entstehen. Deswegen wird sie, egal bei welchen Krankheiten, die Methode der Zukunft sein. Die Beantwortung der Frage, warum ein Körper Krebs überhaupt ausbildet, das ist nämlich auch hierbei dann von ganz wesentlicher und zentraler Bedeutung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke betätigst. Das sind alles Voraussetzungen, damit du natürlich auch eines dieser beiden Bücher gewinnen kannst. Klartext Ernährung. Und bitte schreibe mir deine Erfahrung. Hast du schon eine Mammographie durchgeführt? Wie war das für dich? Oder bist du dem gegenüber eher kritisch und lässt eher eine MRT-Untersuchung machen? Und überhaupt, wie geht deine Ärztin oder dein Arzt mit diesem Thema um? Bitte alles unten in den Kommentar hineinschreiben und dann teile dieses Video. Ganz wichtig, denn wir Frauen, aber auch Männer, die ja durchaus auch betroffen sein können von dieser Erkrankung, sollten dies wissen, weil sie einfach wesentlich weniger Nebenwirkungen hat. Ja, und dann natürlich, wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann findest du diese hier. Ansonsten wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao!